Albert Pierrepoint machte sich mit über 200 Hinrichtungen einen Namen und er reiste mehr als 20 Mal nach Deutschland und Österreich und erhängte Nazis, die während des Krieges Gräueltaten begangen hatten. Einer dieser Kriegsverbrecher war Josef Kramer, der Kommandant von Auschwitz und Bergen-Belsen, und eine weitere erhängte Person war die Hyäne von Auschwitz Irma Grese, die bereits als junges Mädchen als Aufseherin im Konzentrationslager gedient hatte. Die ganze Doku dazu findest du auf unserem Kanal.